Ja, schönen guten Tag. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ich möchte ein bisschen mit Ihnen sprechen über den Film Father mit Anthony Hopkins. Der wird ja von vielen sehr hoch gelobt, auch von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft. Naja, und ich finde den Film schwierig. Ich finde den wirklich schwierig und da will ich ein paar kritische Kommentare zu loswerden. Also einmal interessant an dem Film ist ja wirklich, dass er die Perspektive einer Person mit Demenz einnimmt, also alles aus deren Perspektive schildert, mit der Folge, dass man auch ziemlich konfus wird. Also man weiß im Grunde genommen gar nicht mehr, so welche Realität ist denn jetzt die Realität? Was stimmt denn hier und was nicht? Welche Personen sind denn real vorhanden und welche sind fantasiert? Das habe ich bisher in keinem Demenzfilm bislang gesehen. Also insofern das erstmal so vorweg. Zweitens, naja, Anthony Hopkins ist natürlich immer eine Nummer, ne? Also der spielt schon klasse. Aber ich habe ihn immer so wahrgenommen als einen Mann der stillen Töne. Wo er eher mit einem Augenbrauen, mit einem leichten Zucken im Gesicht eigentlich unendlich viel kommuniziert. Und diesmal muss er ziemlich starke Gefühle spielen. Und da finde ich ihn oft nicht so wirklich ganz glaubhaft. Aber gut, das ist jetzt eher so für den Film selbst, das ist ja aus einer fachlichen Perspektive irrelevant. Was ich immer schwierig finde, in allen Filmen, wo Schauspieler einen Demenzkranken spielen, entsteht eine dramatische Verdichtung von Symptomen, die aus meiner Sicht viel, viel schlimmer wirkt, als der Demenzkranke in der Realität ist. Und so ist das auch hier. Also es wird eine Dramatisierung von Realitätsverkennung, Paranoia dargestellt, die schlimmer ist als in der Realität und auch schlimmer als wahrscheinlich. Also diese Dichte von Verkennung und Paranoia, die ist relativ selten in der Demenz. Zudem haben wir hier nicht nur einen monothematischen, sondern einen polythematischen, bizarren, komplexes Wahngeschehen, das in dieser Form in der Demenz eher doch sehr, sehr selten ist. Also wir haben eher einfache Formen des Wahns. Aber hier haben wir Halluzinationen, paranoide Verkennungen, also eine ganze Fülle unterschiedlicher psychotischer Phänomene. Also ich fand das so in dieser Verdichtung nicht wirklich glaubhaft. Naja, aber die eigentliche Kritik an dem Film ist, dass es eigentlich wieder ein Film ist von Demenz ist einfach nur furchtbar. Was natürlich nicht insgesamt falsch ist. Demenz ist natürlich furchtbar. Und jeder der gezeigten Symptome in diesem Film, die kommen auch vor. Ja, die sind in sich nicht unglaubhaft, aber in dieser Verdichtung sind sie eigentlich doch problematisch. Also es ist wieder mal ein Film zum Thema, Demenz ist eigentlich ein vollständiger Untergang, eine Katastrophe, eine Vernichtung des Individuums, eine Negation des Individuums, da gibt es nichts Positives. Und er spielt ja einen Demenzkranken, der im Grunde genommen nur, wenn man will, böse ist, schwierig ist, paranoid, kränkend. Er kränkt seine Tochter auf das Furchtbarste. Ja. Er kränkt die Pflegekräfte, die die Tochter da anschleppt, auf eine geradezu perfide Art und Weise, die schon zweifeln lässt, ob das in der Demenz so möglich ist. Also bei diesem Ausmaß von Paranoia und Demenz eine derart gezielte, strategisch geschickte Kränkung einer Pflegekraft, finde ich nicht sehr glaubhaft. Naja, und am Ende ist ein Häufchen Elend, das kollabiert und dann an der Brust der Krankenschwester hängt, die auch blöderweise nichts anderes zu sagen weiß, als ihn zu einem Spaziergang aufzufordern. Also da gäbe es auch pflegerisch andere Möglichkeiten, auf so eine Situation zu reagieren. Also im Grunde genommen ein Zustand, der ist nicht zum Aushalten. Ja, also Demenz ist nicht zum Aushalten, da kannst du dir eigentlich gleich die blaue Pille bestellen. Das ist eigentlich das, was der Film so transportiert. Und das finde ich nicht hilfreich. Also einmal, weil es, denke ich, Demenz nicht darstellt, weil es eine extreme Verdichtung all des Negativen darstellt, was man mit Demenz verbindet. Zum Kontrastprogramm würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie doch mal diesen wunderbaren Film »Das innere Leuchten«. Da spielt keiner die Demenz, sondern da sieht man das Demenzkranke, einen demenzkranken Mann in einem Stuttgarter Altenheim,
dem es verdammt gut geht, ja, der seinen inneren Spaß hat, der sein Leben genießt, und wo man ein Stück weit sehen kann, naja, Leben mit Demenz kann auch mal gelingen. Was nicht heißt, dass man das Leiden der Demenz in irgendeiner Weise relativiert. Aber es ist eben beides. Demenz ist eben unter Umständen auch noch mal Spaß haben, ja, auch noch mal das Leben genießen, auch noch mal Freunde finden, auch noch mal einen guten Kontakt haben. Und es ist nicht eine einzige Abfolge ausschließlicher Katastrophen. Ja, insofern, dieser Film, Father, macht keine Hoffnung, ist aus meiner Sicht eigentlich gegen das, was man in all den letzten 10, 15 Jahren in diesem Feld versucht hat aufzuzeigen. Nämlich, dass ein Leben mit Demenz auch gelingen kann, dass man auch mit der Demenz seinen Frieden machen kann. Insofern ist er nicht hilfreich und, Entschuldigung, überflüssig. Also mein Fazit ist, schauspielerisch großartig, wenn auch nicht in jeder Hinsicht gelungen und von seiner Message her eine Katastrophe. Also anschauen, aber mit einem kritischen Blick. Soweit mal meine Position dazu. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.